Toto, ich bin Anne Delsert und ich bin heute im Fantastic Store in Köln. Und bei mir ist der Rüdiger, der Comic-Händler vom Fantastic Store, und der wird uns heute mal seinen Laden zeigen. Hallo! Hi, ich bin der Rüdiger, ich schmeiße den Laden und ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir so haben und was es hier so gibt. Alles klar, dann gehen wir doch mal rum. Dann gehen wir doch mal zuerst zu diesem... Wow! Zu... Ja, wow, so viel. Krass, ja. US-Comics. Wir stehen jetzt hier vor dem US-Backstock. 60, 70 Kartons voll, amerikanische Comics, Marvel, DC, jede Menge Independent-Sachen und die ganzen Neuheiten aus den letzten Wochen. Wir haben relativ viel davon. Wenn irgendwas nicht da ist, wir haben noch mehr auf Lager. Wir können nicht alles besorgen, aber wir sind bemüht. Das ist ja Wahnsinn. So viel. Und du bist dann auch immer up-to-date, was es gibt natürlich, denke ich. Ja, wir kriegen einmal im Monat die Neuheiten, importieren die Sachen halt selber. Dann packe ich das hier schnellstmöglich ab, tue den Leuten das in ihre Abo-Fächer rein. Ganz normal, wie das so läuft. Also vielleicht für die, die es noch nicht kennen, es gibt also Abo-Optionen in Comicläden und gerade für euch. Wie ist das? Wie läuft das? Das ist ganz einfach. Einmal im Monat kommt ein Bestellkatalog aus den Staaten. Der nennt sich Preview. Im Preview sind alle Comics drin, die ganzen Artikel, was sie sonst noch so haben drin. Du kommst Anfang des Monats in den Laden, nimmst dir so ein Preview mit, schaust in den Katalog rein, was dir gefällt, kreuzt entweder in der Liste oder online über die PDF an, was du haben möchtest, packst deinen Namen oben drauf, schickst oder gibst uns deine Bestellung. Und sobald die Sachen da sind, sprich in der Regel 6 bis 8 Wochen später, sind sie hier. Ich benachrichtige die Leute, beziehungsweise die Leute können auf der Facebook-Seite, Fantastic Store, sehen, was haben wir an Neuigkeiten, was passiert hier, kommen rein und holen ihre Sachen ab. Wahnsinn, also Comic-Händler sein ist ja tatsächlich viel mehr als nur Comics bestellen, verkaufen und lesen. Du hast dann ja ganz, ganz viel, was du noch an verwaltungstechnischen Sachen machen musst und es geht auch sicherlich darüber hinaus. Was ist Comic-Händler wirklich für ein Job? Wie viel Engagement muss man da zeigen? 24 Stunden. Wahnsinn. 24 Stunden, du bist immer involviert. Du sitzt morgens hier, packst die Sachen aus, setzt die Sachen ins Netz rein, halt machst die ganzen News-Sachen und das ganze Zeug. Abends, wenn ich nach Hause komme, ist es so, dass ich teilweise noch bis 11 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs bin, Leute noch beliefere, Leute halt, die in Düsseldorf wohnen oder so, wo ich halt herkomme, denen ich die Sachen halt vorbeibringe und so weiter. Ist ein Fulltime-Ding. Und am Wochenende halt Flohmärkte ablaufen, schauen, dass man da irgendwelche Goodies findet, Dinge, die es halt so in der Form nicht mehr gibt, sei es nur Figuren oder ältere Alben, um die Leute halt ein bisschen glücklicher zu machen. Also ist Comic-Händler für dich also wirklich nicht nur Beruf, sondern auch richtig Berufung? Ich sammle selber, ich habe Spaß dran und das kannst du hier auch nur machen, wenn du mit dem Herzen dabei bist. Wahnsinn. Ja, jetzt stehen wir gerade vor dem US-Regal. Was ist denn gerade so von den Neuheiten, die frisch gekommen sind, dein Favorit oder worauf freust du dich, dass du den dann lesen kannst? Ja, von den US-Sachen sind im Moment mehrere Sachen natürlich in aller Munde jetzt die letzten 4 Wochen. Das sind von DC, diese sogenannten New 52. Die haben alle Serien nochmal neu gestartet mit einer Nummer 1, wo eine große Nachfrage von ist, wo viele von den ersten Nummern auch schon vergriffen sind und im zweiten und im dritten Druck sind. Und die sind auch wirklich sehr gut gelaufen. Also durch diesen Neustart sind viele Leute wieder auf klassische Serien gesprungen, wie Superman, wie Batman, wie Wonder Woman. Und sie haben auch einige frische Serien mit reingepackt. Also insgesamt ist es eine runde Sache und sie verkaufen sich recht gut. Hast du einen Favoriten unter den neuen 52? Muss ich sagen, für mich jetzt leider weniger, weil das ist DC. Ich bin eher der Marvel-Leser. Meine Sachen, die stehen eine Etage drüber. Die stehen prinzipiell über den DC-Sachen. Nein, und ich lese halt sehr gerne Fantastic Four. Und was mir besonders gut gefällt im Moment... Das ist halt die neue Fantastic Four Serie, Future Foundation. Die ist jetzt auch schon bei der Nummer 10, 11 hatten wir auch schon da. Mhm. Und ich finde es einfach toll gezeichnet, eine tolle Geschichte, die haben sich wirklich was einfallen lassen. Und die sind gerade, was das Ding hier angeht, mal ausgekommen, ohne einen Mega-Crossover zu machen. Das heißt, du liest die eine Serie und du kriegst wirklich eine gute Geschichte, du kriegst tolle 30 Seiten, tolles Artwork, tolle Schreibe. Und du musst nicht ein Dutzend anderer Serien und Randdinge noch mitlesen. Also eigentlich perfekt für Einsteiger, sofern sie Englisch können. Sofern sie kommen jetzt auch in Deutsch raus. Im Februar kommt die auch in geballter Form in Deutsch raus. Die kommen in Form von Paperbacks, sind immer 5 Hefte drin, kosten 14,95. Ist absolut top und ist eine Serie, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Alles klar, dann wissen schon mal die Leute, die vielleicht einsteigen wollen in das Marvel-Universum, was sie sich holen können. Nummer 1, Top-Serie. Wunderbar, gut, dann gucken wir mal weiter. Alles klar. Zeig uns deinen Laden, ja. So. Kurzen Schwenk hier rüber. Das ist das ganze deutsche Zeug. Backstock deutsche Sachen. Viel Vertigo. Ja. Sehr gute Richtung, sehr gute Sachen. Gibt es tolle Serien. 100 Bullets, DMZ. Wirklich cooles Zeug für ältere Leserschaft. Mhm. Dann geht es halt hier weiter mit jede Menge US-Paperbacks, US-Hardcovern. Und hier zur Rechten haben wir, und da bin ich auch zu Recht ein bisschen stolz drauf, eine wirklich opulente Auswahl an amerikanischen Hard- und Softcovern. Viele Paperbacks. Und wir haben da wirklich... viele, viele gute verschiedene Titel.
Also ihr habt schon ein Gewicht auf US-Comics, aber ich habe gesehen, ihr habt auch einiges an Graphic Noveln da. Wir haben auch jede Menge Graphic Novels da. Da gehen wir jetzt gleich mal zu. Alles klar, wunderbar. Dann gucken wir mal rüber. Alles klar, kommt mit. Ah ja, Habibi und... So, du siehst schon. Schön, ja. Hier liegen die Neuheiten, was die deutschen Sachen angeht. Ja. Splitter Verlag macht sehr schöne Alben und hier unten haben wir halt die Graphic Novels. Es sind jetzt gerade ein paar Sachen frisch gekommen, wie vom Craig Thompson, der Habibi. Ganz tolles Teil. Dann gibt es halt von Reprodukt sehr, sehr schöne Sachen. Mhm. Der ist auch sehr neu. Mhm. Der Kafka für Afrikaner. Und was wir jetzt ganz neu gekriegt haben gestern, das ist der Paulina. Das ist von demselben jungen Mann, der Geschmack von Chlor gemacht hat. Also wirklich eine sehr schöne, tolle Graphic Novel. Und was auch sehr gut läuft, sind Literaturcomics. Mhm. Sachen wie Marcel Proust, wie Kafka oder Dantes Göttliche Komödie. Mhm. Also ich schaue schon immer, dass ich aus dem Bereich halt die neuen Sachen reinhole, weil es ist im Moment auch sehr aktiv in der Presse, in den Printmedien drin. Liest du die dann auch selbst? Auch wenn es eigentlich nicht meins ist, habe ich also vor über 2 Jahren schon angefangen, mich da reinzuarbeiten. Und muss sagen, die Sachen von Reprodukt besonders, die mag ich sehr gerne. Ich mag total gern sowas wie Pyongyang. Das ist politisch, das ist clever geschrieben, mit einem Augenzwinkern, ohne erhobenen Zeigefinger. Also es ist einfach eine gute Unterhaltung, eine prima Lektüre. Und solche Sachen kann ich halt jedem guten Gewissen nur ans Herz legen. Und da kommen auch wirklich dann Leute in den Comicladen und sagen, ich will eine Graphic Novel kaufen. Viele kommen rein, haben das Thema irgendwo aufgeschnappt, sei es durch Presse oder sonst wo. Das ist sehr beratungsintensiv, aber die Leute kaufen Graphic Novels, weil sie sehen, okay, das ist was Hochwertiges, das ist schön gemacht. Und die Sachen gehen sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Wahnsinn. Dann sehe ich hier schon ein Riesenregal Manga. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre. Und ich habe natürlich vorhin jetzt schon mal geguckt und habe gesehen, ihr habt ja auch Serien wie You're Under Arrest oder hier Ranma. Das ist ja Wahnsinn. Die kriegt man ja meistens gar nicht mehr. Gut. Also, wir stehen jetzt hier vor der Manga-Welt. Wir haben eine wirklich sehr große, opulente Auswahl an Mangas. Opulent sage ich übrigens sehr gerne. Aber wir haben wirklich sehr viele Mangas. Viele von den gängig lieferbaren Sachen, natürlich nicht alles, weil es würde den Rahmen sprengen. Aber was wir halt auch haben, sind viele Serien, die schon lange raus sind oder Serien, die was schwerer zu bekommen sind. Auch da schaue ich halt an den Wochenenden immer nach, dass ich noch was ankaufen kann, dass ich irgendwo Sammlungen kriegen kann und so. Aber es ist schon eine ganze Menge. Es sind 7 oder 8 Regale voll. Wie ist das denn jetzt so, wenn die Manga-Leser, die ja meistens jünger sind, jetzt in den Comicladen kommen? Ist da auch das Interesse, dass die irgendwann sagen, jetzt möchte ich doch mal so ein US-Album in die Hand nehmen, jetzt möchte ich doch mal da anfangen zu lesen? Wie geht ihr damit um? Wie gehst du damit um? Also das teilt sich ganz einfach auf. Die Mangas lesen, die lesen auch wirklich fast ausschließlich Mangas. Ich habe ganz wenige hier, die grenzübergreifend lesen. Ich würde sagen, 95% der Manga-Leser, die stehen auch bei den Mangas. Ich habe ein paar, die lesen dann halt auch einige von den Superhelden-Sachen, die so ein bisschen artverwandt sind. Halt wer, sagen wir mal, One Piece oder sowas liest, der guckt auch schon mal in den Kick-Ass rein. Aber das ist eher die Ausnahme. Und ich muss sagen, Manga zu bestimmt 75% natürlich weibliche Klientel. Eigentlich ja schade, oder? Nee, eigentlich ganz okay, weil selbst mit den Mädels hat das mittlerweile so funktioniert. Also auch denen habe ich dieses Abo-System erklärt und auch das kann man prima über Abos regeln. Also ich habe einige Mädels hier, die wirklich geballte Mengen an Serien dann bestellen regelmäßig und die auch sagen, hey, das ist doch viel einfacher, als dass ich immer mit einem Zettelchen in Sachen hinterherlaufen muss, du legst mir die schön weg. Also das finde ich eine gute Sache so. Ja, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank. Ich habe noch gesehen, ihr habt noch Figuren da, ihr habt sogar Klamotten Figuren, teilweise da. Wir haben Poster, wir haben T-Shirts, also... Ich bemühe mich, so aus jedem Bereich irgendwas da zu haben und ich bemühe mich, jeden in irgendeiner Form glücklich zu machen. Aber Wunder können wir nicht bewirken. Es gibt halt Dinge, die gibt es nicht mehr. Es gibt Sachen, die sind vergriffen und es gibt Dinge, wo ich weiß, er hätte es gern, aber er wird niemals auch nur annähernd den Preis dafür bezahlen, der nun mal der Sammlerpreis für die Geschichte ist. Ja, das waren die Mangas. Und jetzt machen wir nochmal einen kurzen Schwenk rüber zu den Figuren. Oh ja, zeig mal. Das ist ja... Oh ja. So. Ja, das ist ein Teil der Figuren, die wir hier haben und wie man schon sehen kann, wir haben uns ganz gut auf Star Wars eingeschossen. Weihnachten steht vor der Tür, viele Kinder stehen drauf, halt durch die Clone Wars Trickfilmserie und wir haben ordentlich Gas gegeben und wir haben bestimmt über 200 verschiedene Star Wars Figuren im Moment am Start. Irre. Ja, Wahnsinn. Aber ihr habt auch in der Vitrine da hinten ganz viel stehen, das sind wahrscheinlich dann die etwas hochpreisigeren Sachen. Das sind sogenannte Resin-Figuren, Büsten oder Statuetten. Mhm. Handbemalt, limitiert, kleine Stückzahlen. Haben entsprechend ihren Preis, aber selbst da liegen wir auch teilweise unter dem, was sie normal gehandelt werden, was halt sich damit erklärt, dass wir das selber importieren. Welchen Comic würdest du denn jetzt so, sagen wir mal, für Teenager als ideales Weihnachtsgeschenk auswählen oder vorschlagen, empfehlen? Für Jungs. Konkretisiere Teenager. Jungs ab 16. Also zum Einstieg, wenn sie wirklich was Gutes lesen wollen,
was ein bisschen flotter ist. Von Marvel finde ich toll Spider-Man, Ultimate Spider-Man, weil der spielt in diesem Alter. Die Figur ist in diesem Universum, also in dieser Timeline ist sie ungefähr so alt und es gibt gerade gravierende Veränderungen. Der Original Spider-Man in dieser Timeline ist gestorben, wird jetzt durch einen afroamerikanischen Jungen ersetzt. Also ist auf jeden Fall sehr interessant, was da gerade passiert. Ist gut gemacht, ist clever gemacht und es ist ein idealer Jumping Point, ein sogenannter Einstieg für Leute, die das ganze Vorwissen noch nicht haben. Die können sagen, hey, die Serie wird jetzt gerade rebootet, da können wir rein. Ja, alles klar. Dann war's das für heute aus dem Fantastic Store in Köln mit Rüdiger. Der hat uns nämlich erlaubt, dass wir hier auch in Zukunft öfter Interviews machen können, dass wir immer mal wieder hierhin zurückkommen, um kleine Clips für euch zu drehen. Also, wir werden uns sicherlich alle nochmal wiedersehen. Tschüss, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.